Hi Leute, schön, dass ihr einschaltet zu diesem Video über The First Descendant. Im Februar gab es ein neues Entwickler-Update und wir möchten uns heute im Video über möglichst alle Details aus diesem Update unterhalten. Ich habe kurz nachgeschaut, es ist schon lange her, als ich mein erstes Video zu diesem Game gemacht habe, nämlich am 12.07.2022 habe ich das Spiel zum ersten Mal auf dem Kanal vorgestellt. Seitdem ist einiges an Zeit vergangen, aber heute wird auch ein bisschen nochmal klar und erklärt, warum es denn relativ lange dauert mit dem Release von diesem Game, aber warum es uns sehr wahrscheinlich dieses Jahr auch bevorstehen wird. Ich werde euch diesen recht langen Brief nicht komplett vorlesen, sondern möglichst ein bisschen kompakt zusammenfassen, damit wir nicht allzu trocken hier durchgehen. Sie haben auf jeden Fall berichtet, dass der Crossplay-Beta-Test eigentlich großartig lief, viel besser als erwartet, weil sie halt eben auch Konsolen mit in diesen Test genommen haben und da noch nicht allzu routiniert sind mit Konsolen, sondern hauptsächlich eben erstmal auf dem PC. Sie sehen dann auch, dass es wirklich viel Feedback gab und auch große Erwartungen von der Spielerschaft und das hat ihnen natürlich nochmal mehr Push gegeben, aber auch mehr Druck natürlich dann in diesem Game abzuliefern. Und sie wollten dann auch die Game Awards nutzen, um sich festzulegen für die Spielerschaft und mal zu sagen, hey, wann kommt denn dieses Game endlich mal raus? Und ich habe auch immer wieder Kommentare bekommen im Laufe der Zeit, wo sich auch Leute fragen, hey, was ist denn jetzt mit dem Game? Und es ist so, es sind mehrere Tests schon abgelaufen. Ich glaube, 3 oder 4 waren es schon, wo mehr oder weniger Leute dabei waren. Und das Positive, was ich bisher bei diesem Game beobachtet habe, ist, sie haben den Release bisher nicht irgendwie gehetzt rausgebracht, gerusht und so und sagen, wir hauen das Spiel einfach raus, sondern sie haben Tests gemacht, haben Feedback gesammelt und haben versucht, wirklich an diesem Feedback zu arbeiten. Und das sehen wir heute auch wieder. Sie haben jetzt gesagt, hey, wir legen uns mal fest auf Sommer 2024 und alle, die auf The First Descendant warten, ihr könnt euch darauf einstellen, dass es wohl dieses Jahr wirklich passieren wird, denn das haben sie in den letzten Jahren eben noch nie getan, dass sie sich mit einem Trailer bei den Game Awards wirklich auf einen Zeitraum festgelegt haben. Wann genau im Sommer das passiert, das ist noch eine Frage von deren Planung. Also man könnte zum Beispiel sagen, vielleicht schon Juni, könnte aber auch gut Juli, August oder sowas in die Richtung werden. Also August, denke ich mal, halte ich persönlich für eher wahrscheinlich, muss ich sagen, vom Bauchgefühl her, aber zumindest nur. Gehen wir mal auch noch kurz darauf ein, was sie eigentlich noch in diesem Brief weiter erläutert haben, nämlich, dass sie lustigerweise erstmal auch daran gearbeitet haben, die Rückansicht von den Charakteren noch weiter zu verbessern. Ich glaube, Scarlet Blade ist ein Game momentan, wo die Entwickler ja gesagt haben, hey, wir kümmern uns hauptsächlich um den Popo von der Figur, weil das ist das, was wir hauptsächlich angucken, während wir das Spiel testen oder entwickeln und so weiter. Wurde, glaube ich, auch ziemlich gefeiert. Und in diesem Game natürlich, wer das Game schon gezockt hat, der weiß auf jeden Fall, dass es hier mit Rundungen natürlich auch auf jeden Fall gut bestückt ist, sagen wir es mal so. Und sie haben an der Rückansicht gearbeitet, was ich aber generell gut finde, weil je detaillierter die Charakteransicht ist bei einem Third-Person-Shooter, desto schöner kriegt man ja auch mit, wenn der Charakter vielleicht stärker wird oder wächst. Das finde ich gut. Und natürlich, wenn man ein Cosmetic oder sowas hat, dann sieht man das auch. Und das ist nicht wie bei einem Ego-Shooter und ich hänge mir dann ein Cosmetic dran und sehe nichts. Das ist ja, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Sie sagen hier, 110 Kommentare aus dem offenen Cross-Beta-Playtest werden integriert. Also wie sie mit diesem Feedback einfach umgehen. Und da gab es hauptsächlich eigentlich zur Welt Feedback, also auch das Feedback, was ich hatte in meinem letzten Video zum Game, dass die Welt halt teilweise leer wirkt. Und sie haben mal gesagt, dass sie da vor Herausforderungen stehen, wie sie das umsetzen. Denn je mehr sich ja natürlich in diesem Bereich bewegt, je mehr Details es dort gibt und natürlich du auch mit einer Zoom-Funktion, mit einer Sniper oder so irgendwas machen kannst, umso mehr musst du drüber nachdenken. Und desto mehr musst du auch drum gucken, dass die Performance stimmt im Online-Multiplayer. Ja, wenn dann die Spieler zusammengewürfelt werden, ja, Server, Ladezeiten, dies und das. Das sind alles so Sachen, wo sie ein bisschen was dazu erklärt haben. Etwa 200 Mitarbeiter arbeiten derzeit an verschiedenen Funktionen und an der Vorbereitung des Launches. Fand ich krass. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass 200 Mitarbeiter da am Start sind. Aber das klingt ja erstmal gut, dass da ordentlich was los ist momentan. Und sie sind weiterhin darauf eingegangen, dass sie auch das Feedback genommen haben bezüglich Story. Das heißt, sie sind gerade dabei, die Haupthandlung nochmal zu überarbeiten. Was ihr da bisher erlebt habt, wird nochmal anders gestaltet werden. Die Nachfahren werden
mit den Hauptcharakteren zusammenarbeiten. Das heißt, die werdet ihr deutlich häufiger wahrscheinlich im Storyverlauf sehen. Es wird mehr Cutscenes geben, die viele Spieler anscheinend sehr gut fanden. Und sie werden darauf weiter aufbauen und mehr erzählerische Tiefe reinbringen in diese Story. Das finde ich eigentlich generell auf jeden Fall gut. Hier noch mehr auch Dramatik zum Beispiel reinzubringen, wie sie es auch bei diesem Game Award Trailer gemacht haben. Und mehr Zwischensequenzen immer gut, Storysequenzen immer gut. Die Vertonung wird meines Wissens auch nochmal überarbeitet. Also hier passiert auf jeden Fall was. Und bezüglich den leeren Feldern in der Open World ist es so, dass sie jetzt versuchen, solche Basen reinzubauen. Das heißt, dass Feinde da immer am Start sind und irgendwas verteidigen, damit sich die Welt auf jeden Fall ein bisschen belebter anfühlt. Und sie gucken auch, dass sie mehrere Abschnitte rein integrieren und dadurch es schaffen, dass die Welt belebter aussieht. Was ich sehr gut finde, dass sie sich wirklich darum kümmern und dieses Feedback nicht ignorieren. Und da bin ich auf jeden Fall schon mal guter Dinge, muss ich sagen. Ansonsten sind sie darauf eingegangen, dass sie einen Dungeon Finder eingebaut haben. Ihr habt also eine Suchfunktion, um Koop spielen zu können und nicht irgendwie mühevoll manuell irgendwo was jemanden zu suchen oder zu finden. Deswegen, wenn ihr in Dungeons reingehen wollt, könnt ihr das mit dem Dungeon Finder auch machen. Es wird einen Privatmodus geben, falls jemand keine Lust hat, mit anderen Spielern zusammenzuspielen. Und dann kann man die Dungeons wohl alleine machen. Zudem haben sie jetzt schon quasi die Arbeit aufgenommen, sich weiter um Endgame-Inhalte zu kümmern. Ja, momentan lese ich von zwei Endgame-Inhalten, nämlich einerseits diese Dungeons und andererseits diese leeren Abfangeinsätze. Ja, also The First Descent hat, glaube ich, schon mal wirklich einen guten Punkt gemacht mit diesen großen Bossfeinden, die da zu bekämpfen sind. Ich glaube, das könnte was Gutes sein. Sie haben noch ein bisschen betont, dass es hier auch ein bisschen darum geht, dass man Charaktere sammelt. Ihr sammelt ja diese Helden sozusagen. Ich denke, da so ein bisschen Einfluss kommt mir gerade Genshin Impact in den Kopf, was vielleicht ein bisschen ein Konzept dahinter sein könnte. Stört mich ehrlich gesagt aber auch nicht, solange sich diese Charaktere nicht alle gleich spielen. Bisher hatte ich auch nicht den Eindruck, dass dem so ist. Die haben ja alle ihre eigenen Erscheinungsbilder, auch ihre eigenen Attacken und ihre eigenen Stärken und Schwächen. Deswegen, da kommen weitere Helden im Laufe der Zeit dazu. Das bringt ja auch mehr Abwechslung rein und auch vielleicht die Lust und den Spaß dran, diese Helden sich freizuschalten, freizuspielen. Das ist eine gute Sache, denke ich mal. Die Frage ist natürlich, wie dann das mit dem Shop weitergeht. Wir haben bisher davon gehört, dass es ja eigentlich hauptsächlich kosmetisch sein soll und kein Pay-to-Win drin haben wird. Wir schauen das Thema dann einfach weiter an. Ich denke mal, da wird bestimmt noch mal was vor Release passieren hier zum Game. Und da bin ich auch sehr gespannt natürlich drauf, wie sich das weiterentwickelt. Sie wollen auch das Mod-System noch mal überarbeiten. Da haben sie auch entsprechendes Feedback mitgenommen aus dem Test und überarbeiten das, damit man einfach seine, wie sie sagen, Power-Fantasy umsetzen kann. Und das möchten sie ermöglichen, dass ihr die Möglichkeit habt, mit den Mods einfach das zu bauen, was ihr wollt und dann auch einen richtig eigenen Spielstil entwickeln könnt mit dem Charakter, den ihr da gerne spielt. Und sie haben noch zu den Spielkonsolen was nämlich gesagt, dass sie auch daran arbeiten, die Controller-Steuerung auf den neuesten Stand zu bekommen. Da hatten sie das Gefühl, dass sie nicht auf dem aktuellsten Stand waren, was die Steuerung anging, weil sie eben mit Konsolen noch nicht so ganz warm sind, sag ich mal. Aber sie haben halt eben auch rausgefunden, dass die Verteilung tatsächlich etwa 50-50 ist, was PC-Spiele und Konsolenspiele angeht. Also das ist etwa ein ebenes Verhältnis. Und deswegen gucken sie natürlich auch, dass sie mit den Konsolen besser dastehen, wenn es dann zum Release geht. Ich finde das sehr gut, dass sie einfach auch diese Details und die Hintergründe teilen und erklären, was sie da gerade machen. Und ich finde es allgemein einfach gut, dass sie dieses Feedback wirklich genommen haben, den Release jetzt nicht vorgezogen haben oder schnell gemacht haben, sondern sich wirklich Monate Zeit geben, wie auch bei dem letzten Test, der davor stattgefunden hat, und diese Sachen versuchen umzusetzen und dann wieder zu schauen, wie ist das Feedback jetzt. Klingt nach einer soliden Vorgehensweise und ich bin jetzt einfach mal gespannt, was der Sommer bringt. In diesem Sinne, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mir gerne eure Feedback da. Feiert ihr The First Descent? Wollt ihr es zocken? Ich bin gespannt drauf. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.